Hey Mario, kurz zu meinem dieswöchigen EDC. Also, Schlüsselbund am Karabiner, den kann ich dann klapperarm in die Hose verstecken, Handy und das Lepus Mini-Buschbeitel kombiniert mit Stefan 123321 Fangriemen und das sichere ich in der Scheide, indem ich den Fangriemen hinter den Gürtel klemme. Dann ist es sicher, um nicht rauszuziehen. Aber wenn ich es rausziehen will, kann ich es immer noch gut rausziehen. Den Fangriemen brauche ich auch als Griffverlängerung, wenn ich dann, weil es ja letztlich nur ein Zweifingermesser ist. Und der Gese hat mich auch gefragt, wie ich den Fangriemen nutze. Ich nutze gerne den Fangriemen mit Fingeröse, wie ich es beim Udo gelernt habe. Und wenn ich ihn also als zwei Finger, so zweieinhalb Fingern nutze, dann habe ich das, diesen Griff. Und wenn ich ihn aber zum Beispiel zu Feathersticks benutze, weil es ja ein Buschbeitel ist, mit der Klinge auch vorne angeschärft, dann kann ich ihn hier sichern, so anfassen und kann wunderbar auch senkrecht schaben oder irgendwie so in der Art. So kann man also auch ganz gut arbeiten. Also das kurz zu meinem EDC diese Woche. Wenn ich aber in den Wald gehe, diese Woche, das wird auch noch passieren, dann kommt zusätzlich noch das Lepus Buschbeil dazu in die Tasche, was ich entworfen habe, und die Felco 600 Säge. Und dann bin ich, was die Schneidaufgaben anbelangt, voll ausgerüstet. Du hast ja gefragt nach EDC Messern, also Schneidwerkzeugen. Deswegen zeige ich dir jetzt nicht meine EDC Feuer und so weiter. Also, danke für die Challenge und tschüss.